So, Freunde, was geht? Battlefield 4 ist am Start und heute möchte ich euch meine Karabiner-Favoriten vorstellen. Karabiner sind sehr ansprechend, einfach aus dem Grund, weil man sie mit jeder Klasse spielen kann. Und vor allem, wenn man häufiger mit dem Sturmsoldaten spielt und immer mit den gleichen Sturmgewehren unterwegs ist, dann sind so ein paar Karabiner zwischendurch echt eine nette Abwechslung. Auf Platz 5 ist bei mir die ACWR. Was wahrscheinlich viele wundert, denn die ACWR ist, glaube ich, so mit der beliebteste Karabiner, den so die meisten spielen. Das ist so der Allrounder, wie zum Beispiel die M416 oder die Ace 23 bei den Sturmgewehren. Das Ding hat einen ganz normalen Durchschnittsschaden von 24 bis 15,4. Aber die Feuerrate ist hier interessant, denn die liegt bei 880 und ist damit ziemlich hoch. Auch das Nachladen geht mit dem Ding richtig schnell. Also der perfekte Allrounder. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, warum das Ding auf Platz 5 ist und nicht weiter vorne. Wahrscheinlich einfach, weil ich die anderen Waffen noch lieber mag, obwohl das schon ein Top-Teil ist. Auf Platz 4 ist die SG-553. Und diese Waffe habe ich mal in einer Live-Runde damals entdeckt. Die habe ich vorher nie wirklich gespielt. Und da war meine Munition leer und da habe ich eine Waffe aufgehoben, die am Boden lag. Und es war die SG-553 und plötzlich bin ich damit übertrieben abgegangen. Ähnlich wie die ACWR hat sie den Standardschaden. Dazu aber eine Feuerrate von 830, was ein bisschen weniger ist. Aber darauf kommt es denn wirklich im normalen Spiel nicht wirklich an, diese 50 Feuerrate weniger. Auch wie die ACWR ein klasse Allrounder. Nicht die beste, nicht die schlechteste, aber geht vollkommen klar zu spielen und irgendwie hört sich das Ding cool an. Ich weiß nicht, ich mag den Sound von der Waffe. Auf Platz 3 ist der nächste Allrounder und zwar die A91. Auch hier der Standardschaden, auch hier eine relativ hohe Feuerrate von 800. Sie braucht ein bisschen länger zum Nachladen, aber das macht gar nichts. Die A91 ist auf Platz 3, einfach weil sie dieses geile Design hat. Ich mag dieses Design, ich mag, wie die Waffe aussieht, wie sie nachlädt. Und wie gesagt, das bisschen Feuerrate weniger macht da echt nichts aus. Das ist eine Top-Waffe, auch ein Top-Allrounder, wie irgendwie die meisten der Karabiner. Auch das Ding ist nicht so das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Einfach so ein Mittelding. Das Ding spiele ich meistens, wenn ich so ein bisschen Abwechslung haben möchte. Wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie immer die ähnlichen anderen Waffen gespielt habe, die ich so spiele, dann kann man zwischendurch auch mal die A91 mitnehmen. Und ja, Abwechslung tut gut, vor allem bei so einem Spiel wie Battlefield. Und dafür ist sie echt super geeignet. Also ich kann bei dem Ding echt nicht meckern. Auf Platz 2 wird es jetzt ein bisschen interessanter. Jetzt heben sich die Waffen auch von den ersten drei so ein bisschen ab, denn die ersten drei Waffen waren halt einfach Allrounder mit den ähnlichen Stats, die man überall ganz gut spielen kann. Wenn man ein bisschen Abwechslung haben möchte, nimmt man die Dinger mit. Auf Platz 2 ist die Emter und die Emter ist sozusagen die AEK unter den Karabinern. Eine hohe Feuerrate von 900. Das macht sie aus, vor allem hier in Kombination mit einem Laserpointer kann man damit super im Nahkampf einfach ein bisschen rumsprayen, wenn man da Bock drauf hat. Hier auch nur der Standardschaden von 24 bis 15,4 auf Distanz. Das Nachladen dauert hier auch ein bisschen länger, aber das macht gar nichts. Mit einem Magazin kann man hier echt noch genug Leute holen. Emter, die AEK unter den Karabinern. Macht Bock zu spielen, vor allem im Close-Quarters-Bereich. Geht das Ding echt gut ab und es ist vor allem eine Waffe, die sehr selten gespielt wird. Auch ähnlich wie die anderen Karabiner. Wobei die ACWR sieht man schon häufiger, aber die Karabiner finde ich irgendwie sehr unterschätzt. Was heißt unterschätzt? Es spielen einfach nicht so viele Leute mit den Dingern so. Obwohl man sie mit jeder Klasse mitnehmen kann, da sehe ich zum Beispiel bei Aufklärern häufiger Shotguns als irgendwie ein guter Karabiner. Emter auf jeden Fall ein super starkes Teil, wenn es sich um den Nahkampf dreht. Auch auf Distanz kann man damit noch was anfangen, wenn man mit der Waffe so ein bisschen eingeschossen ist. Und jetzt komme ich zu Platz 1 und eigentlich sollte das relativ klar sein, was auf Platz 1 ist, vor allem wenn ihr meine Top 5 Sturmgewehre gesehen habt. Ja, ich stehe auf die Waffen, die ultra viel Damage raushauen und da gibt es bei den Karabinern auch eine Waffe, die das tut, und zwar auf Platz 1 ist die Ace 52 CQB mit dem maximalen Schaden von 33, Minimalschaden von 18, genauso wie die Sky Edge oder die Bulldog auch bei den Sturmgewehren. Ja, viel Schaden, dafür aber nur eine Feuerrate von 650, das macht aber absolut gar nichts aus, denn diese Waffe kann zum Beispiel auch super mit der Emter im Nahkampf aufnehmen. Man braucht für diese Waffen wie Ace 52, Sky Edge, Bulldog halt einfach eher das Headshot-Aim. Denn dieser Headshot-Multiplikator, der einsetzt, wenn man den Headshot trifft, ist bei 33 halt einfach so hoch, dass die Feuerrate von zum Beispiel einer Emter oder AEK dagegen nicht wirklich ankommt, wenn man hier wirklich gezielt die Headshots macht. Auf jeden Fall eine sehr starke Waffe und ihr wisst, die Waffen machen mir einfach unfassbar viel Bock zu spielen. Diese mit dem hohen Schaden und dementsprechend ist die Ace 52 hier ganz klar auf Platz 1. Man muss sich da halt ein bisschen mehr konzentrieren und kann nicht einfach so wild rumsprayen. Das macht einfach Bock. Vor allem, wenn man sieht, man trifft den Kopf und der Gegner geht halt einfach so schnell down.
down, wie es mit keiner anderen Waffe wirklich möglich ist. Was sind eure Top 5 Karabiner oder eure Favoriten unter den Karabinern? Hier wird es wahrscheinlich sogar noch mehr Unterschiede bei euren Favoriten geben als bei den anderen Waffen, denn hier sind noch so ein paar Schmuckstücke drin, wie zum Beispiel die M4 auch ultra beliebt, spielen auch sehr, sehr viele, oder auch die AK-5C, G36C habe ich jetzt auch schon häufiger mal gelesen. Was sind eure Karabiner-Favoriten? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, ein Like freuen. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos mehr verpassen wollt, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.